Hallo, mein Name ist Ute von Genou und ich zeige euch heute, wie ich verschiedene Taschen genäht habe für Hosen. Das ist jetzt zum Beispiel eine, da ist der Taschenbeutel hinten. Das ist jetzt zum Beispiel eine, da habe ich den Taschenbeutel vorne drauf gemacht. Es gibt auch ein Schnittmuster für diesen Taschenbeutel, den könnt ihr euch gratis bei uns auf dem Blog herunterladen und den Link zum Blog, den findet ihr hier. Außerdem habe ich noch eine Tasche genäht, auch nochmal zum Aufsetzen, eine quadratische oder eine rechteckige und eine mit einem Taschenbeutel. Aber jetzt schaut erstmal. Die erste Tasche, die wir nähen wollen, ist die aufgesetzte Tasche. Und bei mir kommen die über die Seitennaht an einer Hose. Ich habe das jetzt schon so vorbereitet, dass ich hier versäubert habe und hier habe ich einen Umschlag gemacht. Ich habe es jetzt nach außen genäht. Kann man natürlich auch nach innen nähen. Eigentlich ist es eine sehr einfache Tasche. Einen kleinen Trick wollte ich euch noch zeigen. Und zwar hat man ja oft das Problem, wenn man dann so näht, dass sich diese Nahtzugabe so ein bisschen rausarbeitet. Dafür habe ich jetzt hier eine kleine Falte genäht und habe das, gesteckt und habe das dann so festgebügelt, damit auf jeden Fall die Nahtzugabe außen nicht zu sehen ist. Ich habe mir jetzt hier mal die untere Kante markiert und lege das jetzt auf, schön mittig. Und kann die dann auch gleich festnähen. Es ist auf jeden Fall besser, man näht die Tasche so früh wie möglich auf das Arbeitsstück, damit man sich dann nicht irgendwie verrenken muss, weil vielleicht das Hosenbein schon geschlossen ist oder so. Ich habe jetzt beim Annähen hier in dem oberen Bereich etwa 1 cm noch einen ganz engen Zickzackstich gemacht und der Rest ist eigentlich ganz normal aufgenäht mit dem Geradstich. Ich habe jetzt mit Hilfe des Schnittmusters, das ja extra dabei liegt noch bei dem Hosenschnittmuster, die Tasche zugeschnitten oder zwei gegengleiche Taschen. Und da kommt jetzt noch so ein Bündchen ran. Bei dem Bündchen muss man ein bisschen drauf achten, wenn man es so ansteckt, ist es ja so ein bisschen mit Zug, dass man hier an dem Stoff, der ja so gekrinkelt ist, nicht zieht. Also man steckt es auf und zieht nur das Bündchen stramm und der Stoff, der muss möglichst so locker liegen an der Nähmaschine. Ich habe jetzt hier das schon mal mit einem Overlock angenäht. Man kann natürlich auch einen engen Zickzackstich nehmen. Außenrum kann man es mit Zickzackstich oder so, ich habe jetzt auch hier die Overlock benutzt, als eine Art Coverstich. Oder man kann es mit Schrägband versäubern, hier so ein bisschen einschlagen, ist vielleicht ein bisschen schwierig mit der Rundung, das ist vielleicht nicht so empfehlenswert. Ich zeige euch jetzt am besten direkt am Schnittmuster, wie die Tasche platziert wird. Hier hat man die Seitennaht der Hose, die Tasche wird dann hier mit angenäht und hier ist der Bund. Da wird die Tasche oben mit angenäht, mit dem Bund. Hier kommt ja dann dieser Bündchenstoff noch so ran. Hier kann man es auch vielleicht direkt mit einem Zickzackstich aufnähen, je nachdem, was man für Möglichkeiten hat. Ich zeige euch jetzt, wie man diese Tasche näht. Die ist halb aufgesetzt und hier in die Naht eingenäht. Bietet sich besonders an, wenn man einen extra Bund hat oder wenn man jetzt einen angenähten Bund hat oder einen angeschnittenen Bund, dann kann man das ja auch hier noch weiterhin mit dieser Naht machen, die Overlock und Zickzackstich ist. Bei der dritten Tasche werden wir den Taschenbeutel nach hinten nähen, aber sonst ist sie ganz ähnlich wie die zweite. Ich habe jetzt hier mal das Schnittmuster wieder auf die Hose aufgelegt, so dass die Seitennaht und die Bundnaht übereinstimmen und habe mir jetzt hier diesen Ausschnitt angezeichnet und ausgeschnitten.
Ich schneide mir jetzt ein Taschenteil aus, das dieses Teil enthält. Für die Tasche muss ich jetzt das Bündchen direkt an das Hosenteil annähen. Ich habe mir jetzt hier Bündchenstoff zugeschnitten und der ist ca. 20 cm kürzer, wie diese Länge ist. Man muss es ein bisschen ausprobieren. Man muss, wenn das Bündchen sehr weich ist, kann man das so machen. Sonst hat man vielleicht auch nur 10% kürzer. Man muss es einfach mal dranheben und so ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ich nähe jetzt das Bündchen an. Hier habe ich das schon gemacht mit der Overlock-Maschine, so rechts auf rechts. Zickzack geht natürlich auch oder jeder andere elastische Stich. So sieht das jetzt aus. Das Bündchen ist dran genäht und jetzt werde ich von hinten den Taschenbeutel annähen. Hier in dem Bereich habe ich ihn versäubert. Hier oben kommt ja noch der Bund dran und hier die Seitennaht. Ich stecke das jetzt mit einigen Nadeln gut an, dass es mir nicht verrutscht. Und mache mit einem Geradstich, weil mein Stoff ist jetzt Webware, der ist nicht elastisch. Nähe ich das hier genau entlang der Versäuberung an. Beim elastischen Stoff natürlich dann auch mit dem elastischen Stich. Hier an der Seite, wo die Tasche aufhört vorne und hier oben, also wo das Bündchen dann ist, da fixiere ich das dann später auch noch mit ein paar Stichen, damit mir es bei der weiteren Verarbeitung nicht verrutscht. Jetzt haben wir nochmal einen Blick auf die Tasche, einmal von vorne, einmal von hinten. Hier sieht man ja jetzt vorne die Naht oder in diesem Stoff sieht man sie eben auch nicht. Wir nähen jetzt eine Tasche, die ist im Prinzip die Kombination aus 2 und 3. Die hat jetzt einen richtigen Taschenbeutel und sieht sonst die dritte, die war ja hier festgenäht und das ist jetzt hier halt nicht durch den Taschenbeutel. Ich habe jetzt den Taschenbeutel von 2 ausgeschnitten und auch den von 3, den habe ich mir dann gerade noch mal kopiert mit dem Drucker und habe mir dieses Eck, das wir ja auch schon benutzt haben, in der dritten Tasche da einfach noch ran kopiert. Ich lege jetzt das Teil vom Taschenbeutel, das diese Ecke nicht hat, rechts auf meine Hose und nähe das jetzt hier an. Jetzt muss man wissen, dass das rund geschnitten ist oder gegebenenfalls manchmal auch so schräg geschnitten ist. Und ein Schrägband, das dehnt sich ja und so ist es hier bei dem Bereich auch. Also wer nicht so sehr geübt ist beim Nähen, der kann sich behelfen, indem er das zum Beispiel mit Sprühstärke einsprüht und bügelt. Dann hat es mehr Stand und verzieht sich nicht so leicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass man einen Streifen Flisseline drunter bügelt. Aber das ist jetzt ein sehr weicher Stoff. Das würde mich stören, wenn jetzt diese Tasche dauerhaft so verstärkt wäre. Ich habe das jetzt angenäht und dann auch schön ausgebügelt. Und mache jetzt hier von vorne knappkantig noch eine Naht, damit es schön fixiert ist. Ich habe das jetzt gegengesteppt und jetzt kommt der hintere Taschenbeutel im Prinzip noch drauf. Den nähe ich jetzt rundum an. Ich mache es jetzt mit der Overlock. Wenn man es mit einer normalen Maschine macht, einen Geradstich und beides dann in einem versäubern mit Zickzack. So sieht es jetzt aus. Ich habe hier oben noch ein bisschen genäht, ein paar Stiche und hier an der Seite, damit ich dann später beim Zusammennähen da nicht so sehr darauf achten muss, dass es alles richtig liegt. Hier an der Seite kommt ja noch die Seitennaht und hier oben der Bund. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und noch einen lieben Gruß an Nicole, die steht heute hinter der Kamera. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mhm.